Mit dem Abschluss der Streckenarbeiten vor gut einer Woche rollen die Züge am Fahrler Bahnhof nun wieder regelmäßig. Sehr zur Freude von Karin Memmen, denn sie fährt oft mit dem Zug nach Wilhelmshaven und Oldenburg. Die Freude darüber, dass sie nun nicht mehr mit dem Bus fahren muss, hielt aber nicht lange. Wir sind zum Bahnhof hierher gefahren, weil es hieß ja, ab dann und dann fährt die Nordwestbahn wieder. Ja, und dann kamen wir ja hier an und ich habe zu meinem Mann gesagt, ich sag, der muss doch jetzt hier, der müsste doch auf 1 halten. Nein, war nicht. Ich saß hier in meinem Rollstuhl, die Bahn ist vorbeigefahren. Ich kam nicht mit. Und da habe ich mich sehr drüber geärgert gehabt. Karin Memmen kann nur von Gleis 1 fahren, da dieser als einziger barrierefrei zu erreichen ist. Der Zug nach Wilhelmshaven hält aber auf Gleis 3, der nach Oldenburg kommt neuerdings auf Gleis 2 an. Beide Bahnsteige sind also nur über die Überführung und damit über die Treppe zu erreichen. Für Menschen mit Behinderung bedeutet das, sie müssen ihre Reisepläne im Voraus ankündigen. Bis jetzt war es ja immer so, dass der Fahrdienstleiter, wenn ein Rollstuhlfahrer praktisch in Farl am Gleis stand, uns einfach auf Gleis 1 einfahren lassen konnte. Diesen Fahrdienstleiter gibt es also nicht mehr. Das heißt, die Rollstuhlfahrer können sich jetzt nicht mehr ad hoc an jemanden wenden, sondern es gibt ein elektronisches Stellwerk fernab vom Schuss. Das heißt, es liegt in Hannover und das geht nicht mehr. Deswegen ist die Anmeldung für die Rollstuhlfahrer heute einfach dann wichtig. Für Spontanreisende ist dies ein echtes Problem. Im Zweifel stecken diese auf Gleis 2 oder 3 fest, ohne den Bahnhof verlassen zu können. Gerade jetzt im Winter eine weniger erfreuliche Vorstellung. Ich möchte ganz gerne, dass sie wenigstens so einen Übergang oder was machen, dass man denn darüber kommt und dann auch mal nach Wilhelmshaven oder auch, wenn man sagt, Oldenburg auch mal käme. Laut der Deutschen Bahn ist eine dauerhafte Änderung des Fahrplans aufgrund zeitlicher Engpässe nicht möglich. Mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke in Farel soll jedoch ein Fahrstuhl installiert werden. Doch wann es soweit ist, dass auch Karin Memmen ungehindert auf das gegenüberliegende Gleis kommt, bleibt abzuwarten.